Heute geht's weiter mit einem neuen Video. Wir haben einen Bus hier, aber nicht mein. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Servus. Vom Bommel. Der Schlafwagen von ihm kriegt ein bisschen wenig Luft. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Wir werden nämlich was nachrüsten. Und zwar einen sogenannten Schnorchel oder auch Snorkel. Luft nach oben Legungsding. Genau. Und das werden wir heute einbauen. Und warum und wieso und wie wir das Ganze machen, werdet ihr jetzt sehen. Das ganze Zeug soll rein, das ist einfach nur eine Höherlegung der Zuluft. Bedeutet, dass der Motor einfach von woanders die Luft bekommt als so original. Original trifft der Fahrtwind hier auf die Stoßstange oder auf den Stoßfänger und geht dann hier unten, da unten durch das Rohr in diesen Luftfilterkasten rein. Durchströmt dann einmal den Luftfilter und wird dann über einen Turbolader in den Brennraum gejagt. Und wir ändern jetzt einfach nur den Weg, dass die Luft nicht von hier, sondern dann nachher von hier in den Motor kommt. Was das für Vorteile hat? Hast du eine Ahnung? Naja, das ist, das, wenn du ein bisschen warten tust oder so, das ist, dass er nicht gleich absäuft vor allen Dingen halt, ne? Weil du hast ja in der Anfangsphase bei einer Wasserdurchquerung, hast du ja je nachdem, kann es auch schon mal sein, dass bis hierhin halt Wasser ist. Und das würde dann ja logischerweise in die Lüftung halt reingehen. Außerdem kann es halt sein, dass ihr eine geringe Ansauglufttemperatur habt im oberen Bereich, denn das Auto ist auch ein bisschen höher gelegt. Heißt, dass ihr 2 bis 2,5 Meter über dem Boden etwas kühlere Luft ansaugt für euren Motor als direkt unten oder deutlich weiter unten, so wie original. Außerdem ist auch weiter oben die Luft meistens nicht so staubig wie unten an den Rädern. Gut, wie gesagt, wir fangen jetzt an, machen erstmal Platz, denn wir müssen auch ins Auto sägen und wo und wie. Ja. Nicht wahr? Wir fangen jetzt einfach an. Wir brauchen jetzt erstmal Platz, also oben Wasser, Kastenabdeckung ab, Wische ab. Liegt das echt nur drauf, oder? Ja, du hast hier so eine Kunststoffleiste, wo das Ding dann drin hängt. Dann können wir hier die Motten mal raussaugen. Hier ist die Büroklammer, die du gesucht hattest. Ah, danke. Mist, endlich. So, Rad ist ab. Radhausschale ist ab. So. Können die Späne hier auch vernünftig rausfallen. Außerdem machen wir gleich einmal, ihr seht es hier, das ganze Laub raus. Denn wir wollen ja nicht, dass er von innen nach außen durchrostet. Hier seht ihr es. Laub sammelt sich hier unten an hinter der Radhausschale. Dann werden aus Blätter Erde. Die bleibt immer schön feucht. Und dann fängt er an von innen. Genau, Kalk. Ja, ihr nehmt euch hier so ein Spezialwerkzeug, so ein rotes, und holt die ganzen Blätter raus. Den Herbst. Herbst und Winter. Das müsste der hier drinnen sein. Ja. Genau, das ist der Einsatz hier drin. Ja. Da kommt das zweite Loch sozusagen. Das ist das Hauptgedingensbummens. Ja, sieht sehr schön aus. Definitiv, definitiv. So, hier haben wir die Schablone, das Wichtigste. Hier haben wir den Krümmer für unten. Quasi da, wo die Unterlage rankommt. Die ersten Kratzer. Die ersten Kratzer, die kommen eh. Abdeckung oben könnte man jetzt alternativ auch durch andere austauschen, wie, ich sag mal, Zyklonfilter halt oben drauf. Ne? Geht auch. Und dann die Rohrstücke. Der Bommel hat sich das hochpreisige Röhrchen gegönnt von der Firma Seikel. Ist auf jeden Fall alles mit dabei, sogar Nieten und die ganzen Einziehmuttern, Unterlegscheiben. Eine detaillierte Anleitung ist auch mit dabei. Mit dabei ist so ein Stück Papier, was genau diese Form hat. Die klebt ihr hier auf. Und so sehen wir jetzt, wo wir hier sägen müssen, wo nachher Löcher gebohrt werden müssen. Ja, sägen werde ich nicht machen, sondern den Haufen kann Bommel hier zersägen. Wenn wir hier durch den Kotflügel durch sind, ist auf der Innenseite hier auch nochmal ein Blech, wo wir durch müssen und dann hier oben im Wasserkasten auch nochmal. Konzentration bitte. Es ist immer wieder ein spannender Moment. Ich bin ja hinter dir, falls du fällst. Gut, er liegt an der Bohrmaschine, nicht an dem, der die Bohrmaschine... Das ist wird. So, reicht doch schon, kriegt er mehr Luft schon. Naja,
Machen wir jetzt hier viele kleine denn oder machen wir jetzt mehr? Ja, wir probieren erstmal mit der Säge, wie weit wir damit kommen. Okay, check. Wir haben hier so eine schöne Luftsäge. Und damit wollen wir jetzt von dem Loch starten. Und einmal hier auf der Schablone den Bereich abfahren. Wir haben jetzt extra hier in der Mitte mal ein Loch gebohrt, um zu gucken, wie gut die Säge hier mit dem Blech klarkommt. Ansonsten haben wir noch eine andere Idee, aber ich denke mal, es wird ganz gut gehen. Angetrieben wird sie mit Luft. Und jetzt machen wir richtig. Nicht drücken, die zieht sich schön selber dann. Die zieht sich selber rein, ne? Wir können jetzt hier üben in dem Bereich, in dem Feld. Ich würde, glaube ich, hier oben ein Loch machen, weil das, den Winkel jetzt hier reinzukriegen, ich glaube, das ist schon eine bessere Variante. Mit von dem, oben starten, ja? Ja, und dann hier. Machen wir Löcher. Gut. Kurz mal ein Update, kurze Lagemeldung. Also hier vorne, erste Loch, hinten im Blech, zweite Loch, wird jetzt noch ein bisschen schön geschliffen. Das sieht jetzt hier nach Anprobe aus. Oh Mann. Wie sieht's von innen aus? Von innen, ja, ein bisschen schön schleifen auf jeden Fall noch, genau. Hier oben in dem Bereich. Ja. In der Zwischenzeit habe ich hier oben schon mal die nächste Durchführung hier vorbereitet. Bommel hat ja an der Seite auch schon ordentlich weitergemacht. Das Rohr passt jetzt rein, die Bleche sind soweit bearbeitet, dass wir nirgendwo gegen den Kunststoffrohr kommen, damit sich das auch wegen der Fahrt nicht irgendwie durch Vibration aufreibt. Jetzt setzt er den Schnorchel schon mal provisorisch an, denn wir müssen oben an dem A-Holm natürlich auch noch eine Befestigung setzen. Und ich werde jetzt hier die fehlenden Löcher noch bohren und auch hier diese Öffnung etwas anpassen auf die Rohrdurchführung, dann hier in den Motorraum rein. Bleiben Sie dran, es wird weiterhin sehr aufregend sein. Wir haben den Holm jetzt noch ein bisschen mit Wachs eingesprüht, einfach nur zur Sicherheit. Jetzt geht es daran, die ganzen Löcher zu konservieren, bedeutet, die ganzen blanken Stellen kriegen ein bisschen Lack ab, damit es nicht rosten kann. Und dafür kleben wir jetzt ein bisschen was ab und dann geht es eigentlich auch schon an den Zusammenbau. Nebenbei, Lackierbetrieb. Okay, kommt jetzt die zweite Schicht Korrosionsschutz auf die offenen Blechteile, auf die offenen Blechstellen. Und hier unten haben wir jetzt schon angeschlossen die neue Zuluftleitung. Jetzt wird das Ganze umgeleitet, bedeutet, die Leitung geht hier hoch, dann dort über diese Öffnung im Wasserkasten nach außen und über den Schnorchel fast oben bis aufs Dach. So, dann will ich, glaube ich, erstmal mit oben anfangen. Genau. Ja, ja. Das reicht doch. Easy. Die Frage ist halt, wann ist der Punkt auf No Return, ne? Ich würde sagen, das reicht schon. Weil nach fest kommt ab und das wäre schlecht. Kurzes Update. Hier 6 Schrauben befestigt am Kotflügel. Hier oben an der Einziehmutter kommst du mit dem Imbus durch. An der A-Säule befestigt, jetzt sitzt es hier schon schön stramm. Jetzt kommt das letzte, die Birne. Das muss jetzt wirklich gerade sein, weil da bin ich ein Monk, ne? In der Zwischenzeit werde ich jetzt hier oben den Wasserkasten fettfrei machen, denn die nächste Durchführung wird auch eingeklebt. Eingeklebt und festgeschraubt.
Na, hallo? Nochmal nachgreifen. Achso. Das ist nochmal, weil die so lang. Ja, da. So, dann wollen wir mal schauen. Bommel ist nämlich in den letzten Zügen. Ich würde sagen, nur eine Rohrleitung dran. Wasserkasten. Ja, dann sind wir quasi fertig und müssen dann das Auto noch zurückbauen. Ja, würde ich sagen, gucken wir hier hinten nochmal rein. Wird wahrscheinlich auch viel interessieren. Der Rucksack war heute auch schon im Einsatz. Bei den Nachbarn hat sich einer den Finger geflext. Ich wusste gar nicht, dass er so gerne Wein trinkt. Aber wir wissen ja alle, er kocht sehr gerne. Und hinten die berühmte Küche auf dem Auszug. Oben wird geschlafen. Wird Zeit, dass meine Karre endlich mal fertig wird. Wir machen jetzt Feierabend, Schnorchel ist dran. Bommel, bist du zufrieden? Definitiv. Jetzt interessiert mich auf jeden Fall, was findet ihr besser? Die Variante von Seikel oder aber die Konkurrenz? Hier werden wir den Namen lieber nicht sagen. Ich verstehe die Frage schon wieder nicht. Also ja, also eigentlich hat er mich... Der Hund. Wir müssen los. Genau. Eigentlich hat es mich überzeugt. Der Seikel ist auf jeden Fall schon mal ein paar... Hat jetzt bei mir auf jeden Fall ein paar Pluspunkte sammeln können. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.